Herzlich willkommen zu einer neuen Meditationsreise und heute schicken wir bei unserer Impulsmeditation Heilungsimpulse Richtung Wurzelchakra, Nabelchakra. Das ist dein Bereich der unteren Wirbelsäule, deines Beckens, der Hüfte und da werden wir jetzt wirklich mal schauen, dass wir da eine Öffnung erzielen, dass da wirklich so dass du da ganz in dein Kraftzentrum kommst, dass alles, was da blockiert wird, einfach in den Fluss kommt. Denn es ist einfach wichtig, dass du zu dir stehst, klar in deinem Leben stehst, kraftvoll zu dir stehst und da kann dir natürlich dann diese Reise, diese energetische Impulse auch helfen. Dann lade ich dich gleich mal dazu ein, schließ mal bitte deine Augen und atme mal tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus. Und erlaube dir, dich mal mit jedem Atemzug zu entspannen. Und wesentlich ist jetzt einfach mal, dass du aus der Labilität in die Stabilität gehst. Sind so Schlagwörter, aus dem Labilen ins Stabile. Also überleg dir das mal. Labil auf der einen Seite und stabil auf der anderen. Und vielleicht merkst du, wenn du die Energie dir wirklich mal so vorstellst, labil, wie fühlt sich das an? Was für eine Qualität hat denn diese Energie gegenüber von stabil? Und dann merkst du vielleicht, dass Stabilität einfach klarer dasteht, klarer wirkt als die Labilität. Und das ist das Erste, was wir heute machen. Wir lassen jetzt mal Klarheit in dein Becken fließen, in deine Hüfte fließen. Klarheit. Das heißt, alles, was dort unten diffus ist, alles, was dort unten nicht klar ist, darf sich nun lösen. Und wir geben auch gleichzeitig mal, weil man merkt schon, da steckt etwas, Heilung annehmen und zulassen rein. Und Heilung annehmen und zulassen sind so Frequenzen, wo man wirklich sagt, okay, da öffnet sich was, da kann sich was öffnen und du erlaubst dir jetzt mal, Heilung anzunehmen und zuzulassen. Und zwar im Bereich deines Beckens, deiner Hüfte. Und auch so quasi des Steißbeins. Wirklich so der unteren Wirbelsäule auch, Becken, Hüfte. Nun schauen wir, was brauchst du denn noch, dass du da unten wirklich in deine Kraft, in deine Flexibilität kommst, in die Beschwerdenlosigkeit auch, wenn du Beschwerden hast. Und da brauche ich gleich mal Vorstellungen von richtig und falsch. Das heißt, übertriebene moralische Vorstellungen lösen. Einschränkende Konzepte lösen. Das, was ich mir einbilde, was ich mir vorstelle, dass ich sein sollte oder dass ich bin, das darf sich da jetzt lösen und transformieren. Und diese Energie fließt in dich ein und du erlaubst dir einfach wirklich so diese Kraft, diese Energie in dich aufzunehmen, in dein Becken, in deine Hüfte fließen zu lassen. Und die nächste Energie, die wir jetzt brauchen, ist wirklich das Lösen, Loslassen der Vergangenheit. Das heißt, alte Schocks und Stresserlebnisse, die in deinem Becken, in deiner Hüfte gespeichert sind. Alte Schocks und Stresserlebnisse, die in deinem Becken, in deiner Hüfte gespeichert sind, dürfen sich jetzt lösen und transformieren. Das ist vom Energiezentrum her das Wurzelchakra und auch das Nabelchakra. Das heißt, Schocks auf der Wurzel- und der Nabelchakra-Ebene dürfen sich jetzt mal
lösen. Und da geben wir ganz viel Orientierung rein, Zuversicht und Würde, Orientierung, Zuversicht und Würde. Und diese Orientierung, Zuversicht und Würde, da geben wir jetzt auch noch einmal Flexibilität rein. Urvertrauen und Sicherheit, Flexibilität, Urvertrauen und Sicherheit. Und was auch ganz häufig in diesem Bereich gespeichert ist, wirklich so zwischen Wurzeln, Nabelchakra, Beckenhüfte, ist Mutlosigkeit. Und wir wollen jetzt gegen die Mutlosigkeit was einfließen lassen. Und das wäre zum Beispiel Mut, würde helfen. Aber ich möchte auch noch einmal ein bisschen Neugier und Leichtigkeit dazugeben. Ja? Also, dass man neugierig ist, offen ist, Offenheit, Neugier. Und das als Gegenschwingung gegen die Mutlosigkeit, Offenheit und Neugier. Und das fließt jetzt ein in dein Becken, in deine Hüfte. Wir brauchen nochmal ganz viel Schock- und Traumalösung. Man ist da unten extrem geprägt. Ja. Und da lassen wir jetzt noch einmal so diese Prägungen lösen, also Beeindruckungen, negative Beeindruckungen, die dir nicht gut tun oder gut getan haben, sei das jetzt wirklich durch einen äußeren Unfall, durch traumatische Erlebnisse, also diese negative Beeindruckungen loslassen. Wir brauchen jetzt Freiraum, Weite und Würde. Und nochmal wirklich Heilungsenergie. Und nun können wir wirklich nochmal eine Schocklösung machen. Das geht auch vor allem an dich, wenn du Mutter bist, dass wir wirklich noch einmal diesen Becken-Hüftbereich, dann einen Schocklöser reingeben und eine Harmonisierung des Unterleibs. Und auch wenn du noch nicht Mutter bist, einfach mal Harmonisierung des Unterleibs. Auch das fließt ein. Du kannst dir dieses wirklich vorstellen wie ein Energiefluss, der einfach in deine Hüfte, in dein Becken fließt. Und nun lösen wir nochmal so Stress und Unsicherheiten aus dem Becken und der Hüfte. Stress und Unsicherheiten, das fließt raus und wird einfach transformiert. Nachdem du diesen Stress, diese Unsicherheiten gelöst hast, erlaubst du dir nochmal, dir vorzustellen, dass sich dein Becken, dein Unterleib öffnet, deine Hüfte öffnet, deine untere Wirbelsäule sich öffnet und wirklich mit dem Erdmittelpunkt, mit dem Zentrum der Erde, das kannst du dir so vorstellen, da gibt es die Erde wie bei einem Kreis, das ist der Mittelpunkt, mit dem Zentrum der Erde, dass sich das energetisch verbindet. Und durch diese Verbindung, das ist eine ganz klare energetische Linie, spürst du, wie in dir Kraft hochwallt und dass diese Kraft,
diese Stabilität dich immer mehr und mehr erdet, aber gleichzeitig auch belebt. Und alles, was Vitalität, der Vitalität widerspricht, alles, was meiner Vitalität in Hüfte, Becken, Wirbelsäulenbereich, Unterleib widerspricht, darf nun gelöst werden. Also alles, was der Vitalität widerspricht, darf sich nun lösen. Und atme jetzt mal tief ein und wieder aus. Und was wir jetzt noch reingeben bei deiner Hüfte, deinem Becken, deiner Wirbelsäule, ist Identität und das Loslassen jeglicher Vorstellung über deine Identität. Also alles, was du glaubst zu sein oder jede Rolle, die du spielst, darfst du jetzt loslassen. Spüre nun dein Vorwärtskommen und spüre auch dass deine Wirbelsäule, deine Hüfte in Bewegung ist und sich harmonisiert. Und nun erlaubst du dir, das perfekt geheilte Bild, also das Bild einer heilen Hüfte, eines heilen Unterleibs, einer heilen Wirbelsäule, also des heilen Steißbeins, wirklich vor deine Hüfte, vor dein Becken zu legen, vor dein Steißbein zu legen. Und du schaust mal, was es jetzt braucht, dass dieses geheilte Bild eins wird mit deiner gegenwärtigen Hüfte, deinem gegenwärtigen Becken. Und schau dir das einfach mal an. Und das fließt ganz automatisch rein, sodass diese Heilung mehr und mehr zusammenfließt, Hüfte und Becken, dass das immer mehr zusammenfließt, dass das ideal Geheilte mit deinem Jetzt-Zustand zusammenfließt, sodass deine gegenwärtige Hüfte, Becken, Wirbelsäulenbereich sich ausgleicht und harmonisiert. Deine Hüfte, dein Unterleib, dein Becken wird zur heilsten Form. Du erlaubst dir nochmal, alte Emotionen abzutrennen, Altes loszulassen. Und das wird ganz von selbst abtransportiert. Und zurück bleibt ein Heilungsimpuls für deinen Unterleib, deine Hüfte, dein Becken, deine Wirbelsäule. Und du spürst den Fluss des Lebens. Und du spürst den gegenwärtigen Moment. Und du erlaubst dir auch ganz klar ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum, mehr und mehr wieder einzutauchen, in dein geheiltes Ich zurückzukommen. Du spürst eine Stabilität in dir, eine Kraft in dir, aber auch eine Vitalität und Leichtigkeit. Und du merkst, dass bei deiner Hüfte, bei deinem Becken, bei deinem Unterleib, bei der Wirbelsäule wirklich jetzt alles Diffuse, alles Unklare abgefallen ist und dass du hundertprozentig zu dir und deiner Kraft stehst.
Atme jetzt nochmal tief ein und wieder aus. Und tief ein und wieder aus. Und spüre, dass du deinen Unterleib, Hüfte, Becken, Steißbein, Wirbelsäule harmonisiert hast. Spüre, dass alles Alte von dir abgefallen ist, dass du freier bist, klarer bist. Und erlaube dir gerne, diese Heilungsimpulse so oft zu setzen, wie du sie benötigst. Und du merkst, die geistige Welt ist da. Und du kannst jederzeit energetisch mit dir arbeiten. Bedanke dich jetzt nochmal bei deinen geistigen Helfern und Führern. Atme noch einmal tief ein und wieder aus. Spür nochmal nach und beweg nochmal deine Hüfte, deine Arme und Beine, deinen Unterleib. Nochmal ein bisschen zu wackeln, mit dem Becken wackeln. Und komm dann in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in den Raum zurück. Bedanke dich nochmal bei der geistigen Welt und öffne deine Augen. Wie ist es dir mit dieser Meditationsreise gegangen? Das ist so wirklich, wie man so energetisch ganz leicht mit sich selber arbeiten kann. Wenn dich das übrigens mehr interessiert und dieser Zugang auch mehr interessiert, und startet jetzt dann im Oktober meine Ausbildung zur medialen Energetik. Ja, da lernst du wirklich all diese Techniken, auch Meditationen zu führen, Rückführungen, systemisches Arbeiten, Chakrenarbeit, ja, Arbeit mit dem Unterbewusstsein. Und das ist wirklich so die umfassendste Ausbildung der Energetik, die es gibt. Also startet im Oktober. Ich blende natürlich die Termine gerne nochmal ein. Und wenn dich das interessiert, sei gerne dabei live bei mir in Linz. Ja. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du jetzt bis zum Ende dran geblieben bist, dass du mir in die Kommentare schreibst, wie es dir gegangen ist, was du empfunden hast bei der Meditation. Und freue mich natürlich auch immer über einen Daumen hoch, abonniere den Kanal und ja, ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder aus dem wunderschönen Linz. Bis nächstes Mal, dein Oliver Jareni.